willkommen hier zum Electronic Circus 2010. Wie immer werden wir neben den Konzerten auch ein paar Interviewpartner begrüßen können und werde mit diesen Gästen, die ich mir hier einlade, in den Backstage-Bereich ein bisschen über deren Projekte sprechen. Als erstes begrüße ich Matsumi und begrüße Nattefrost. Beide Künstler sind hier und präsentieren ihre neue CD. Zunächst werde ich mit Björn ein bisschen in Englisch über seine letzten Projekte sprechen. Hi Björn, nice to have you on the show. Hello, thank you. It's a pleasure to be here. First of all, it's not the first time you're staying here in the circus, it's the second time. I remember we spoke in the last year about your upcoming projects, and now you have some of them with you. Maybe you can tell us a little bit about your last CDs and your upcoming CD. Yeah, my last CD, or latest one still, is the Live in Germany, which you can show for the camera there, yeah. It includes two gigs, not two full gigs, but the first four tracks are from Wuppertal show in 2008, and the last, I think, nine tracks, they are from Bielefeld from 2009. Okay, and your upcoming CD that will arrive the market in maybe 2 weeks, I remember? Yeah, that's very right. It's on the 9th of October. Okay, maybe you can tell us something about the new project? Sure. It's called Dying Sun Scarlet Moon, and it's actually the first studio album since Transformation in the beginning of 2008. And yeah, of course I play, it's got the usual Nattefrost sound, very atmospheric, and with, of course, the vocoder, and yeah, also lots of rhythms and sequences. And I have two guests with me, Sinfonel and Matsumi. Okay, Matsumi, that is a surprise. Sitzt hier zu meiner Rechten. Das ist Katrin. Hallo Katrin. Hallo Stefan. Du hast neben deinem eigenen Projekt, was wir hier liegen haben, worüber wir gleich noch sprechen werden, bei Björn auf seinem Projekt mitgeholfen. Kannst du uns kurz erzählen, wie es dazu kam? Ja, also der Song stammte ursprünglich von mir. Und Björn griff den halt auf und sagt, oh, da hätte ich ein paar Ideen zu, da würde ich gerne was dazu machen. Und so kam das überhaupt zustande. Ich habe ihm den Song geschickt, er hat seine eigenen Ideen hinzugefügt. Und ich fand das super, sehr, sehr klasse, was er damit gemacht hat. Und ja, er fragte mich, ist das okay, wenn ich das in mein Album mit einbaue? Ja, kein Thema. Das war im Prinzip unsere erste Zusammenarbeit. Okay, sounds terrific, because you are known or well known as a musician that cooperate with different other musicians. I remember the cooperation maybe with Robert Schröder for a live gig that you talk about for that is come together on this album. Is this a special way for you to make music if you cooperate? Of course, I like to cooperate and. Yeah, I think it's something special. Of course, I can do music on my own, but making music with other people, it makes a totally different sound and other ideas, and I find that very interesting. Okay, so you next on the next E-Day in Holland, you will play live. I remember. Is it right? Yeah, the E-Live it is. In 2 weeks, 9th of October, I play a full set and a lot of the new tracks, but also many of the old tracks. Do you have guest musicians there? No, I will be alone on stage. Okay, so wish you good luck to that. So, and now we get back to Katrin and talk a little bit about his new album At Infinitum. So, Katrin, erzähl uns ein bisschen was zu deiner, in Anführungszeichen, regulären Musik. Das heißt, du machst auch elektronische Musik, hast aber eine Besonderheit, benutzt auch Vocals. Wie kommt es dazu? Also, ich hatte mir nie vorgenommen, so, ich will jetzt unbedingt was mit Stimme machen, ich muss jetzt unbedingt aus der Reihe fallen, ich muss was mit Stimme machen. Im Prinzip, meine Musik, ja, es ist im Prinzip nur ein Instrument und mehr ist es nicht. Meine Stimme, die ich einsetze, man könnte genauso gut fragen, ja, warum benutzt du eine Flöte, warum benutzt du einen Streicher oder was weiß ich.
Mehr ist es im Prinzip nicht. Okay, also für dich nur eine weitere Form des Ausdrucksmittels. Jetzt ist es ja generell bei uns in der Szene eher untypisch, dass das weibliche Geschlecht, ich sag mal, musikalisch aktiv ist. Es gibt neben dir nur vielleicht eine Handvoll anderer Musikerinnen, die, ich sag mal, die aktiv sind. Jetzt hast du vor kurzem im Hamm auf einer kleinen Session gespielt, unter sehr viel Applaus. War es was Besonderes für dich? Ja, absolut, weil es ja erstmal meine Premiere war. Ich stand zwar schon auf der Bühne als Background-Sängerin einer Synthie-Pop-Band, aber noch nie mit eigenen Sachen. Und ich wusste nicht, ja, wie wird die Resonanz sein auf das, was ich mache. Und ja, es war meine Live-Premiere und ja, absolutes Erfolgserlebnis für mich selber auch. Und ja, das kann ruhig so weitergehen. Okay, dürfen wir dich denn auch noch mal in Zukunft live irgendwo erwarten? Gibt es schon Überlegungen oder irgendwelche Anfragen? Also Anfragen so noch nicht, aber Überlegungen ja. Also ich möchte das weiterhin machen und ich möchte das auch gerne weiterhin ausbauen und ja, man wird mich auch zukünftig live sehen. Okay, prima. Dann freuen wir uns drauf. Ich wünsche dir alles Gute, insbesondere, dass die CD Ad Infinitum von Matsumi was wird, insbesondere man sie ja hier heute kauft, die erwärmen kann. Außerdem die CD von Natte Frost Live in Germany und Björn hatte mir noch erzählt, dass hier sein Master für seine neue CD, die in 2 Wochen kommen wird, schon liegt. Vielen Dank, lieber Björn. Ja, bitteschön. Und vielen Dank, liebe Katrin. Und viel Spaß noch hier auf dem Circus. Und vielen Dank für Sie.